ist aber hier ein toller Start jetzt. Ups. Wow, wo kommt der denn her? Anders. Ist natürlich ärgerlich. Oh, da muss ich. Da ist wie nichts los. Aber hier waren ein paar. Da bist du ja, Häschen. Du wurdest gewarnt. Aber Rush und du, ihr müsst uns ja immer Probleme machen. Deswegen mussten wir es schließlich selbst in die Hand nehmen. Jetzt sind wir an der Reihe und machen Probleme. Die Leute hier zählen auf dich. Wir werden denen aber mal zeigen, was für ein Fluch du eigentlich bist. So, wo geht dieses Rohr hin? Das ist erstmal schön ausgekundschaftet. Hier dann runter. Aha. Lust auf mehr? Du hast ohnehin keine Wahl. Das hast du davon, wenn du dich mit uns anlegst. Es gab eine Warnung. Wir haben dich gewarnt, verdammt. Man lernt nie aus. Hä? Das hat Paps immer gesagt. Rush und du, ihr müsst noch viel lernen. Fuck. Mächtiger Gott, danke. Sieht auch nicht aus. Ruf doch mal, schreit doch mal bitte. Oh Gott, ich hab immer diesen Scheiß dabei. Danke für die Rettung. Was ist da los? Hier. So. Oh, den muss ich reparieren und wegzufangen. Soll ich machen? Halt einfach die Augen nach einer günstigen Gelegenheit offen. Oh Gott sei Dank, hol uns doch auf! Danke für die Hilfe. Einfach immer noch mehr aus ihr rausquetschen, bis kaum noch was übrig ist. Hier macht. Schieß auf die Schlösser an den Ketten. Jetzt habe ich den scheiß Sniper nicht! Was? Abheben.
Alles nochmal. Diesen Scheißbogen, ey. Wow. Die Warnung, ne? Komm mir gleich nicht zu nahe, so. Wow. Lass deine Waffen draußen. Scheiße auf Rush. Einfach diese blöden Zwillinge da abschießen. Zack, zack. Verschwinde hier! Hau ab! Das kommt mir sehr bekannt vor. Als hätten wir das schon mal erlebt. Was lässt sich überhaupt fangen? Entspann dich. Bleib doch noch. Ich kann nichts machen. Komm schon. Du warst bis jetzt so gut. Ich warte mal. Du weißt schon, was auf dem Spiel steht, oder? Du bist verdammt stur, hm? Okay. Na gut. Du bettelst förmlich darum, nicht wahr? Du willst ihn? Du willst den Stock? Hier ist der verfickte Stock. Oh, fuck! Es wird ewig dauern, diese Hoffnung und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. Wow, das war wirklich eine tolle Aktion hier. Weißt du, bevor du hier aufgetaucht bist, lief einfach alles verdammt großartig. Dann kommst du hierher mit deinem schicken Zug und deinen schicken Leuten und versuchst diesen Ort in etwas zu verwandeln, was wir niemals bleibt. Und als wir vernünftig sein wollten, musstest du ja unbedingt ins Wespennest stechen. Immer und immer wieder. Nur weil du dachtest, es gäbe Hoffnung für die Zukunft. Es gibt keine Hoffnung für dich. Keine Zukunft. Für niemand. Oh, Scheiße. The fuck? Haha. Haha. Der Atomapfel. Unterbrechung. Mickey und Lou. Vor Jahren. Michel, Louise, ihr müsst mir jetzt gut zuhören. Warum? Du kommst doch nicht mit. Ich habe keine Wahl. Euer Vater... Daddy sagt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. So einfach ist das nicht. Doch ist es.
muss los, Mom. Dad's da. Michelle? Ihr beiden müsst aufeinander aufpassen, weil euer Vater das nicht tun wird. Er hat immer große Pläne, aber alles, was er tut, endet nur in Gewalt. Dad löst Probleme. Er verursacht sie. Er geht über Leichen und interessiert sich einen Dreck für die, die unter ihm leiden. Er wird nicht wie er. Sprecht mir, dass ihr nicht werdet wie er. Das hat nicht geholfen. Teil 3 Undercover. Blut, lass gut sein. Du hast es gesehen, oder? Wie die einen auf Halt gemacht hat? Alles war normal, bis sie nach Norden gegangen ist. Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Freak ein paar Fragen stellen. Meine Sachen. Fick, ich will den Bogen endlich loswerden. Scheiße. Aber erstmal. Handschuhe mitgenommen. Ja. Der wird keine Symptome mehr aufbauen. Wieso hat der sich auch wieder fangen lassen? Was war denn da los? Brush, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich in den Zug gestiegen bin. Dass ich dich nach Hope County gebracht habe. Wir werden dich nie vergessen. Du hast viel für uns riskiert und es hat dich dein Leben gekostet. Das ist meine Schuld. Rush. Ich schwöre dir, wir machen dich stolz. Er war ein guter Mann. Selbstlos. Und du... Du hast getan, was du konntest. Die beschissenen Zwillinge sind uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen das anders angehen. Ich sehe nach Carmina. Wenn du wissen willst, was mir vorschwebt, komm einfach zu mir. Eine Minute. Sprich mit... Bleib bloß auf der Hut vor Joseph. Waffenwerkstatt hier. Oh. Ja, gib mir. Es ist ein Zweier, fucking Zweierbogen. Gib mir mein Schießgewehr hier. Sturmgewehr. Scharfschützen. Das war das, ne? Bitte. Das hier, ne? So. Oh. Danke. Jetzt können wir mal reden. Hallo, Kim. Rushs Tod hat uns alle schwer getroffen. Aber wir dürfen nicht aufgeben. So sehr ich die Idee auch gehasst habe, mit Joseph zu verhandeln, muss ich doch zugeben, durch die Angriffe von New Eden haben wir eine Chance, die Highwaymen zu überrumpeln. Hast du nicht so einen verrückten kleinen Scheißer namens Irvin kennengelernt? Wenn er den Zwillingen so nahe steht, wie er behauptet, ist er vielleicht unser Ticket da rein.
durch die Mangel abgeschlossen. Und jetzt? Triff mich beim alten Gefängnis. Ich hab da was klargemacht, was du sicher nicht verpassen willst. Insider-Job, Story-Mission. Stufe 3 schon. Sprich mit Irwin. Das ist ja, wo ist er da? Die Mörder aller Probleme. Was haben wir denn da? Oh, nicht. Mit Heliport, das ist natürlich nett. Da kann man uns den Heli wieder abholen. Noch härter zurückschlagen. Das ist dir klar, oder? Wo ist denn der Heli hier? Der Heliafen. Die Sonne kommt schon. Ist noch. Oh. Diese Arschlöcher haben den Ort hier richtig rund. Öffne Heli. Zack. Spawnen. Zwillinge? Du willst so nah an sie ran, dass du ihre Nasenhaare zählen kannst? Nein, ich will sie nur töten. Dann bin ich dein Mann. Also, normalerweise würde ich dich einfach zu den Zwillingen bringen und dich vorstellen. Aber die sind gerade nicht gut auf mich zu sprechen. Ich habe nur gesagt, dass sie verkacken. Und die haben eine Riesensache draus gemacht. Aber das ist unwichtig. Wichtig ist, dass die Zwillinge jetzt nur noch von diesem Frank reden. Sind die jetzt beste Freunde oder was? Sie haben ihn sogar zum Leiter von dem scheiß Gefängnis gemacht. Ist das zu fassen? Sie wissen, dass ich nicht gut mit ihm klarkomme, so ein blöder Arsch. Im Grunde ist die Sache klar. Lou steht auf mich und will mich eifersüchtig machen. Warum sonst sollten Sie mit dem Penner reden? Also, das Wichtigste bei diesem Plan ist, dass Frank endlich den Löffel abgibt. Und die Sache läuft so. Er leitet das Gefängnis. Soweit so gut. Ich bring dich da rein. So kommst du nah an Frank ran und legst den Mistkerl um, ja? Du legst ihn einfach um! Den Rest des Plans erkläre ich dir auf dem Weg. Glaub mir, der ist todsicher. Lass deinen Kram hier. Gefangene tragen keine Waffen. Und dann spring in den Truck und... Wow! Verdammter Frank. Das ist eine Scheißmission. Hier. Fuck you. In dieses Gefängnis und einfach alles abschießen. Hey, wer hätte das gedacht? Orange ist deine Farbe. Spring hinten rein, na los. Wow. Ja, ich sehe das. Toll. Du fragst dich bestimmt, wie Franks Tod dich an die Zwillinge ranbringt, oder? Das große Demolition Derby steht bevor. Und der Gewinner des Derbys darf zu einem super schicken Dinner mit all den hohen Tieren der Highwaymen. Gewinn das Derby und du kriegst ein VIP-Ticket direkt zu den Zwillingen. Das Problem ist, alle Startplätze sind bereits vergeben, also müssen wir einen Platz freimachen. Und weißt du was? Frank soll auch bei dem Derby mitfahren. Ganz genau. Du merkst schon, der Plan ist genial, oder? Du schaltest Frank aus und zack, hebt ihn beim Derby plötzlich an Fahrer. Und zufällig kriegt er einen, nur was mit diesem Mädchen hat. Das könnte den Frank dann beim Derby besorgen. Ich schätze, so ganz ohne Waffen wirst du improvisieren müssen, um die Schweinebacke umzulegen. Aber dir wird sicher was einfallen. Hey, das ist Lil Fucker. Stell dir das vor. Lil Fucker in seiner Scheißkarre. Hoffentlich hast du was Gutes geladen, Lil Fucker. Ja, ich muss ja meine Waffen abgeben. Mann, Mann, Mann. Was
Was willst du denn, Little Fucker? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hab einen Gefangenen dabei. Was meinst du? Am Ende geht's um deinen Arsch, wenn's ein Problem gibt. Rein da. Versau es nicht, okay, Slick? Nicht sterben! Betritt die Kugelfahren. Ja. So ich. Hab ich denn schon den Wire Takedown? Habe ich Vorteilspunkte? Nein. Meister Takedowns. Aber den habe ich auf jeden Fall schon. Oh, ich gehe dann mal hier oben, bleibt dann ein bisschen stehen. Das erinnert mich an Half-Life 2. Hier lang, Sandsack. Sandsack. Super Idee. Lauf. Tag, Zeitier. Seht ihr die Kackbratze an? Das dümmste Gesicht aller Zeiten. Ab sofort heißt du Hackfresse. Willkommen in deinem neuen Zuhause, Hackfresse. An die Arbeit. Okay. Oh, cool, wenn sie so. Ich werde direkt zum Arbeiten. Wer nutzt? Denkt mal, ihr seid für immer und ewig hier. Oder bis ihr tot umfallt. Und hey. So wie ihr aussieht, macht das eh keinen Unterschied. Also los jetzt! Rumbauen. Die Kugeln müssen ja irgendwoher kommen. Warum weißt du nicht von euch? Betet nur, dass sie nicht auch wieder bei euch landen. Behalt einfach den Kopf und überstehe den Tag. Überlebe. Lu. Wenn du ihnen die Zunge rausschneidest, können sie dir gar nichts mehr sagen. Wo die herkommen, gibt's noch viel mehr zu. Du hörst mir nicht zu. Die Schisser haben dem Häschen was gegeben und ich will wissen, was es war. Das will ich auch. Aber die können dir nichts verraten, wenn du nicht mehr Fragen stellst. Lass mich das machen. Ich weiß, was ich tue. Ich will ja nicht stören. Wir haben zu tun. Ich weiß, aber jemand, der wichtig aussieht, möchte reden. Wie wichtig? Ihr wollt das sicher hören. Siehst du, Schwester? Alles unter Kontrolle. Um den kümmere ich mich. Was machst du denn noch hier? Interessant, was sind denn da? Werkbank 1, für heute seid ihr fertig. Geht in den Hof, behaltet eure Hände bei euch. Das gilt ganz besonders für dich, Hackfresse. Oh, was mitnehmen? Ja, ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich brauche irgendwie Waffen. Hast du eine Waffe? Oder du, Kaugummi, jemand? Zwillinge? Fast. Frank zu tun. Oder die hat schlechtes Essen gegessen? Nur noch ein paar Tage. Noch ein paar Tage. Dann versuche ich hier nochmal auszubrechen. Okay, schade. Das ist eine Möglichkeit. Ich weiß, wir sind keine offizielle Armee oder so, aber echt jetzt, lass doch bitte nicht den Schlüssel zur Kugelfabrik offen rumliegen. Immer im Körper tragen, Kackbratze. Das ist doch keine Wissenschaft.
Nicht gesehen. Ich kenne einen Weg hier raus. Ich weiß, wer da drinnen den Schlüssel hat. Die haben mein Messer ins Sperrgebiet gebracht. Ich könnte versuchen, es zu holen und sie auszuschalten. Aber mir schlottern die verdammten Knie. Wenn ich nur den Mumm hätte. Um den Schlüssel zur Fabrik. Ist sonst noch irgendwas, was mir helfen kann? Wow. Was ist mit ihm? Mir geht's ja auch nicht gut. Und das Schlimmste ist, ich will gar nicht hier weg. Hier kriegen wir einmal am Tag was zu essen. Draußen hatte ich so gut wie nichts. Wow. Dann bleibe drück. Der Fuck, da steht halt einer drin. Schleiche dich aufs Dach. Nichts gemacht. Ach, da ist wieder die Olle. Liste der Gefängnisleiters. Neue Fabrikratten diesen Monat. Furznudel, Furz bei Angst, also quasi immer. Eierwärmer, wird nicht gerne in Eier getreten. Bloodburner ist einfach völlig dumm. Ulknudel, hat natürlich eine ulkige Nudel. Klapperfresse, klappert immer mit den Zähnen. Gebiss wird bald weggemalmt sein. Hackfresse, dummes Gesicht, komischer Körper. Einfach eine komplette Hackfresse. Die anderen haben ins Gras gebissen, bevor wir ihnen Spitznamen geben konnten. Wir brauchen dringend noch mehr Ratten. Und nächstes Mal komme ich mit. Ihr bringt immer nur die Mickeys mit. Still und heimlich. Was war das?
Notiz über Gefängniswärter Frank. Mann, ich will mit Frank auf dem Dach abhängen. Ich wette, von da kann man die ganzen Ratten schön beobachten, wie sie schluchzen und kuschen. Aber nein, der hängt da alleine rum mit seinen tollen Wachen. Was für ein Opfer. Ich sollte ihn einfach da runterballern, dann kann ich da oben alleine rumhängen. Aber war ich auch wirklich Glück, dass die alle mit dem Rücken zu haben stehen, ne? Notiz von Gefängniswärter Frank. Dieses Jahr stecke ich alle in die Tasche. Ich werde mit den Zwillingen am Tisch sitzen und nicht mehr nur so rumkommandiert werden wie die anderen Kackbratzen. Ich habe den besten Fahreranzug, den Waffen erbeuten können. Mein Auto ist auf 100% und ich hole mir den verfickten Preis beim Derby oder ich sterbe auf der aggressivsten Strecke in der Geschichte der Strecke. Scharfschützengewehr für mich. Steige hinten auf Owens Truck. Oh, da ist noch ein Dreier. Eine Dreierwaffe. Gleich.
Aus hier! Lalala, ich fahre einfach wieder. Tschüss. Ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass ich nach einer hier rauskommt. What the fuck? Sieht diesen Scheiß aus! Ja, fahren wir nach oben. Mit dem. Jetzt nicht genau verstanden. Ich hätte aber auch den Zwilling. Vielleicht auch noch Tür. Ich hätte mich notieren, lass mich einfach hier raus. Ich muss mich schnell reisen. Das macht mich nervös. In die Werkbank, ja, das ist ein toller Tipp, sonst hätte ich wahrscheinlich wieder vergessen. So, hier gibt es einmal hoch. So, was nehmen wir mit? Wir nehmen mit das hier. Hallo. So. Mit alles möglich, ne. Mit die Schrotflinte leise. Wir nehmen mit die MP. Und wir nehmen mit die schöne Pistole. Super.